So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme. Ich leg wieder neu los hier und wir spielen weiter Final Fantasy 9. Wunderbar. So, laden wir noch mal. Wo sind wir denn? Ich glaube, wir sind immer noch da, wo das Schiff im bösen Wald gelandet ist, im Evil Forest. Genau. Da sind wir. Gucken wir mal kurz. Wir haben nur Zidane dabei. Okay. Ja, laufen wir mal wieder in den Wald rein. Weil ich glaube, wir wollen die Prinzessin retten. Ach, verdammt. Ja, stimmt. Wir sollten den Ritter und Vivi holen. Das heißt, wir müssen hier schon wieder rein. Genau, weil der Ritter war ja in seinem Raum eingesperrt und Vivi lag noch im Bett letztes Mal. Ja. So, gucken wir doch mal. Ich glaube, der Ritter war hier irgendwo. Da drin nämlich, genau. Schauen wir doch mal. Ich hab nichts zu sagen. Los, komm, du bist zu alt. Um mit der Puppe zu spielen und er sieht das gar nicht ein. So, nein, du wirst das nie unterstehen. Ja, ja, er vermisst die Prinzessin und alles total traurig. Ja, ja, alles euer Fehler. Nur weil er natürlich zu inkompetent ist, sie zu beschützen, ne? Mhm. Naja, ja, ja, reg dich ab, Alter. Wir gehen jetzt mal gucken und komm mal mit, Rostlumpen. Rosti! Sehr gut. Oh, Adalbert Steiner. Ich fände es ja interessant, was passiert wäre, wenn wir ihn anders genannt hätten. Ich weiß das nicht, können wir ja mal nachgucken im Prinzip. Weil wir haben ihn ja einfach auch Steiner genannt. Und er sagt ja hier im Fließtext da unten quasi, I am Adalbert Steiner. Hätte dann da Adalbert und danach das, was wir ausgesucht hätten, gestanden, wenn wir ihm einen anderen Namen gegeben hätten. Ich muss erstmal wieder richtig reinkommen hier ins Reden. Keine Ahnung. Naja. Nein, er wird doch nie mit Dieben arbeiten. Naja, jetzt beleidigen wir ihn so ein bisschen. Ja, du bist doch nur so ein armer Soldat, oder? Mit deinem rostigen Zeug. Egal. Wir gehen jetzt los. Jetzt red noch länger. Wir wollen jetzt halt die Prinzessin abholen. Mhm, ja, gegen seinen Willen. Und voll die Bedrohung hier. Wenn ihr mich verarscht, dann bringe ich euch um. Mhm, naja, klar. Achso, warte mal, das hätte ich rausschneiden müssen, ne? Tut mir leid, sorry. ja, ja, ja. Also, das ist nämlich ja die Sache sozusagen. Eher, also wenn man sozusagen das Dungeons & Dragons Modell nimmt von Gut und Böse, dann ist er quasi eigentlich rechtschaffend gut und wir sind eher so chaotisch neutral oder sowas oder in der Richtung oder in seinen Augen wahrscheinlich irgendwie chaotisch böse oder so und er wird natürlich nie mit uns zusammenarbeiten, weil wir ja gar nicht so gute Absichten haben wie er selber und so weiter. Naja. Und er wird sich auf jeden Fall noch an uns dafür zur Verantwortung ziehen, wenn wir hier fertig sind. Was auch immer. Mhm. Ja, Master Vivi. Also man sieht schon, Blechklumpen hier hat großen Respekt vor Vivi, weil der Magie kann. Spricht er auch gleich an, ne? So, ein schwarzer Magier hat unvorstellbare Macht. Mhm. Ja, 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 ja. Genau, und wir werden seine Power brauchen, um die Prinzessin zu retten. Naja gut, dann geh halt hin und hol ihn. Ich will aber die Kiste haben in dem Raum. Ich will zurück. Ich will zurück. Das geht doch nicht. Wir müssen noch Kisten abholen hier. Ah, Äther. Mehr Magie. Können wir gute Suppe kochen. Das war Magie. So, hier noch irgendwas vergessen? Irgendwelche kleinen Sprechblasen? Nee, jetzt gehen wir mal Dingens holen. Wir sind immer noch nur wie sehr... Nee, wir haben jetzt tatsächlich Steiner dabei. Sehr schön. So, hier waren wir schon. So, dann holen wir mal Vivi ab. Warte, Moment, Vivi war... Ich bin voll unkonzentriert. Wo hat der denn gepennt? Weiß ich das noch? Ach, hier ist ja noch eine Kiste. Ja, gut, dass ich zurückgekommen bin. Noch mehr Äther. Da natürlich. Irgendwo. Sagt Blank noch irgendwas? Mhm.
Ja. Oh, der Boss hat hinterher so komisch gelacht. Vielleicht hast du ihn zu stark geschlagen. Das letzte Mal, als wir entlassen wurden. Ja, vielleicht sollten wir nicht so doll zuhauen. Ja, Vivi, wir laufen mal los, die Prinzessin retten. Oh, cool, ne? Seid vorsichtig und so. Eigentlich wollten wir, dass du mitkommst. Was? Ich? Hä? Aber ich kann doch gar nichts. Ich bin doch total, hab gar kein Selbstvertrauen und alles. Und überhaupt, ich bin doch so ein kleiner Wurm mit Riesenhut. Nein, nein, der Steiner wieder, ne? Deine Magie war das Effektivste überhaupt gegen dieses Monster letztens. Vorhin, weißt du noch? Ja, genau, genau. Und deine Power ist also dann viel krasser als die von diesem Halunken da drüben. Aber, ich hab doch so eine Angst. Ja, komm mit. Jetzt halt die Fresse und komm mit. Ja, auch so schön. Genau. Um Prinzessin Garne zu retten, sozusagen für das Wohl von ganz Alexandrien, bitte ich dich demütigst, uns zu helfen. Und sie dann, na komm, Alter, du bist ein Schwarzmagier. Verdammt nochmal, jetzt komm mal mit und zeig uns, was du kannst, Alter, ja? Okay. Ich, ne? Mach mal mein Bestes. Oh, dankeschön. Ja. Oh ja, noch wichtiger Punkt. Jetzt kommt nämlich die Zusammenarbeit mit den beiden, ne? Ja. Wir können experimentieren. Und zwar, pass auf, ne? Bla, bla, bla. Flüster. Genau. Und was er jetzt besprochen hat, sehen wir gleich. Wenn wir jetzt das erste Mal eine volle Party haben, hier mit drei Leuten. Und wir sehen schon, was hier nochmal interessant ist. Warte. Wenn man Order, kann man die hier sortieren. Und zwar kann man hier Leute nach vorne und nach hinten holen. Das ist sozusagen, hier ist die vordere Kampfreihe und hier ist die hintere Kampfreihe. Und Leute, die halt ungern angegriffen werden sollen, die kommen hier nach hinten. Das heißt, die werden im Nahkampf eigentlich, glaube ich, nicht angegriffen. Nur bei Flächeneffekten oder wenn die beiden hier down sein werden. Dann werden die angegriffen. Und wenn wir schon mal hier sind, dann können wir auch gleich nochmal ein bisschen die Ability Points verteilen. Und wir equippen das jetzt einfach mal durch. So, was hast du denn? Wir sind ein Beastkiller. Aber wir haben auch das... Wir haben das Breitschwert schon. Da hatten wir... Ach, das ist klar. Das haben wir letztens geklaut, oder? Hast du noch was? Oh ja, hier. Ja, sehr schön. Bronzehandschuhe. Und... Ringe haben wir nicht. Jetzt können wir nämlich auch mit den Schultertasten hier durchswitchen. Durch die verschiedenen Leute. Das ist sehr praktisch. So, irgendwas Neues? Ich glaube nicht. Normale Wrist war egal. Silk. Genau, jetzt kommen wir nämlich zu ihm hier. Aha. Wir haben nämlich Feuer drauf, deswegen kann der überhaupt Feuer. Wir können nämlich eigentlich gar keine Magie erstmal. Und der Stab gibt uns das Feuer. So, ein Lederhut. Ja, ist okay. Der kann einfach einen Wrist haben, damit er überhaupt Schutz hat. Und Silk. Dadurch lernen wir Donner. Sehr schön. Das Silk-Shirt, sieht man hier, hat auch Cure. Vielleicht habe ich das schon erzählt in einer der letzten Folgen. Das können wir auch gar nicht anziehen. Später, weil wir werden das Mädel natürlich auch noch spielen. Die wird extrem coole Sachen nachher machen können. Also es ist nicht nur das arme, kleine, weichliche Heilermädchen, sondern die kann auch Sachen verursachen. Da geht's ordentlich zur Sache. Oder so. Ja. Schön. Ability Points. Steiner. Pass auf. Kann man hier durchscrollen irgendwie? Nee. Der hat gar nichts? Der kann nichts. Doch, da. Okay, ja. Erstmal alles. Wir können alles töten. Wir haben noch ordentlich über. Antibody, was macht das? Das ist nett. Kann man nicht vergiftet werden. Solange man noch genug über hat, dann kann man einfach alles nehmen im Prinzip. So. Ach ja, genau. Abilities kann man auch benutzen mit Use. Wenn man natürlich sowas wie heilen und so hat, dann geht das auch außerhalb des Kampfes, direkt aus dem Menü hier. Okay. Und hier können wir auch wieder mit den Schultertasten durch. Er hier zum Beispiel hat nur aktive Abilities, deswegen sehen wir hier bei Use Fire und Thunder. Können wir natürlich so nicht benutzen, aber er hat halt keine beschützenden oder passiven aktuell. Gut, dann würde ich sagen, sind wir hier fertig. So. Und weiter geht's. Dann lass uns mal aufbrechen. Ab in den Wald und ab Prinzessin retten. So.
Ja, ja, ja. Na, ich hoffe, das ist so gut. Ich hoffe, ich mache euch das nicht zu schnell hier mit dem Spielen. Oder zu langfristig. Oh, Blank, ja. Du, ey, stehst voll auf die Kleine, oder? Naja, ich kann ja nicht rumsitzen, wenn ich weiß, dass da Mädchen in Gefahr sind. Das wäre absolut gegen meine Natur. Nee, geht gar nicht. Ja, ja. Du redest echt nur Quatsch. Oh, du bist wohl eifersüchtig. Mhm. Psst. Ach, sie ist doch nicht mal mein Typ. Mhm, ja, schön. Nee, nee, ich wollte das hier geben. Ach. Was? Ich brauche keinen Liebestrank, damit ich hier erfolgreich werde. Alter, ne, krieg doch mal deinen Kopf weg von den Mädels. Und zwar Medizin, ganz wichtige Medizin, die nämlich dem Magier und dem Ritter gegeben wurde. Und das macht diese Vergiftung von dieser Pflanze weg, weil die Prinzessin wird ja auch noch mit den Samen oder den Sporen von der Pflanze da vergiftet sein. Weil wir haben ja in einer der letzten Folgen erfahren, dass diese Pflanzen, die die drei gekidnappt hatten, wohl Sporen in den Figuren da oder in den unseren Charakteren hier platzieren und dann später die Charaktere irgendwie zu sowas mutieren dadurch und selber irgendwie für Nachwuchs damit sorgen unter diesen Killerpflanzen. Und ja, da haben wir jetzt ein Gegenmittel für. Das ist gut. Blanks Medizin. Sehr schön, sehr schön. Ah ja, genau. Und wir, was? Oh, ein Tipp. Ich dachte erst ein Tipp im Sinne von, wie wenn man irgendwie in einem Restaurant was bestellt und dann Trinkgeld gibt. Ah ja, Abilities. Genau das, was hier steht, haben wir gerade schon gemacht. Sehr gut. Wir haben Abilities gesetzt. Und er erklärt es uns nochmal. Ja, haben wir schon gemacht. Sehr gut. Wann werden wir uns wiedersehen? Ja, niemals. Wie wär's denn damit? Dein freundlicher Geselle. Was mit Cinna? Ach ja, stimmt, er wollte uns was verkaufen. Wir haben schon alles gekauft, deswegen werden wir auch kein Geld mehr haben. Dann ab in den Wald. Hintergrundmusik. Wie schön. Hui. Ah, Kampf. Richtig. Richtig, wir sind jetzt in einer offenen, beziehungsweise in einer kampfgefährdeten Situation, Gegend. Ich meine, Leute, die schon Let's Plays machen, werden das merken. Es ist echt schwer zu reden und gleichzeitig auf das Spiel zu achten. Und jetzt probieren wir mal die Schwertmagie aus, von der Vivi und Steiner vorhin geredet haben. Und klauen mit sie dann. So, jetzt ist das Schwert Feuer... Oh, das mit dem Klauen kann ich mir schenken. Das Schwert ist Feuer verzaubert und das braucht Mana von Steiner, glaube ich. Wir werden es gleich sehen. Ich muss da mal nochmal drauf achten. Wir werden noch genug kämpfen, von daher können wir dann auch noch drauf achten. Juhu, wir haben ganz paar Punkte bekommen und Augentropfen, wie schön. So, gut, dass es immer diese Ladezeiten gibt, da kann ich immer auf die Analog-Taste drücken, damit ich den Stick hier umgestellt kriege. Ja, so, gucken wir nochmal. Wahrscheinlich wieder so ein kleines Häschen. Dafür werde ich es nicht einsetzen, weil Mana will man eigentlich nicht verbrauchen, außer es lohnt sich. Oh Gott, ein Kobold, die können selber klauen. Wobei man allerdings nachher die Sachen wiederkriegt, wenn man, die sind zu einfach. Zu einfach. Ja. Oh, ein Echo-Screen. Ist, glaube ich, gegen Stummheit. Gucken wir aber eben nach, weil das will ich auch wissen. So. Items. Und zwar... Steuerkreuze. Ja, gegen Stummheit. Cure Silence. So, ab geht's. Weiter geht's. Auf der Suche nach der Prinzessin. Oh, ein Active Time Event. Na, das nehmen wir doch an. Orchester im Wald. Mhm. Ach, richtig, die Band. Oh, okay. Egal, wo wir sind, wir machen jetzt hier Stimmung. Alles klar. Musik. Um natürlich die Moral hochzuhalten und gegen die... Schön. Ja, nicht schlecht, ne? Ja, oh, machst du ganz gut, ne? Ich werde mal draußen gucken gehen, ne? Bleibt mal dabei, wir werden bald abhauen. Ich glaube, das Schiff kriegen die dann nicht wieder raus aus dem Wald. Aber, doch, mal gucken. Okay. Ist immer nett, das gibt so ein bisschen Flair, wenn es diese Zwischen-Events gibt. Da hat man so ein bisschen das Gefühl, was sonst noch so passiert. Das ist schön. So. Diesmal kommen wir aber weiter als bis zu dieser kleinen Biegung. Warte.
sag ich und hab einen Kampf. So wie es viel weiter sind wir doch nicht gekommen. Vielleicht haben wir erstmal ein bisschen einen dickeren Gegner, dass ich mir auch mal irgendwie zeigen kann, wie der Kram funktioniert. 2, sehr gut. So. Wir klauen erstmal. Erstmal. Goblin Punch. Okay. Ah, der. Hier ist. Gut. So. Wir greifen nur an. Ich frage mich ja, von wem das jetzt. Ich hab's noch nicht gesehen, von wem das jetzt Magie gezogen hat. Ich glaube von Steiner. Weil sonst kann Steiner nichts mit Magiepunkten machen. Und wofür wird das schon verwenden? Okay. Das hat ein bisschen CPU gezogen gerade, deswegen war der Sound kaputt. Gewonnen! Ich habe übrigens mein Handy macht übrigens genau diese Melodie, wenn ich eine SMS kriege. Also wenn ihr mal mit mir rumhängt, dann und es macht so eine Melodie, dann wisst ihr, was Sache ist. Ja, wir haben Level Up. Juhu. Ja, und ganz viel Geld und alles. Level Ups verändern eigentlich nur unsere Stats, also machen wir uns stärker und Zeug. Haben aber sonst, glaube ich, nicht so einen richtigen Effekt, oder? Haben wir mehr Ability Points dann? Seht ihr, ich habe schon so wenig Plan. Macht nichts. So, wir laufen weiter. Aber das finden wir alles noch raus. Wir haben auch nachher noch eine ganze Tutorial-Reihe, wo uns... Okay. wo uns dann ein paar Moogles erklären, wie das ganze Spiel und die verschiedenen Aspekte davon funktioniert. Eine Blume. Wie hübsch. Und ein Back-Attack. Da gibt es nachher auch noch eine Ability, damit man die vermeiden kann. Back-Attack, seht ihr schon, die Action-Time-Battle-Leiste war komplett leer. Und außerdem ist die Reihenfolge umgedreht. Das heißt, die Leute, die ganz hinten stehen, sind halt direkt zuerst angegriffen. Es gab, glaube ich, in Final Fantasy VII einen Trick, wenn man einmal versucht hat zu fliehen und dann aufgehört hat, dann haben sich die Leute schon mal umgedreht und geguckt. Also, weil die Leute dann nicht mehr mit dem Rücken sozusagen dahin stehen. Wir müssen mal Vivi beleben. Warte. Da. Weil das ist nicht gut. Und du machst mal Feuer. So. Na gut. Abgebrannt. Ex-Blume. So, manchmal muss ich mich ein bisschen konzentrieren. Und wir sehen hier schon ein Statussymbol bei Vivi stehen. Und zwar die Sonnenbrille heißt, er ist geblendet. Aber wir haben genug Augentropfen hier. Das heißt, wir machen ihn jetzt auch erstmal wieder heile. So. Und zwar gehen wir dazu hier hin, suchen uns die Augentropfen aus. Und zack. Weil sonst sind seine Stats halt davon auch beeinflusst. So. Ich steuere jetzt mal nur noch mit dem Kreuz und nicht mehr mit dem Steuerknüppel, weil die ständige Umschalten geht mir echt auf die Nerven. Das geht auch, das kriegen wir auch hin. Ist echt ein langer Weg bis zur Prinzessin. Jetzt hauen... Ach, wir hauen die einfach jetzt nacheinander um. Relativ fix. Ja, sie dann wird gar nicht mehr zum Zug kommen, da bin ich mir relativ sicher. Speech weg. Jetzt wird's noch einmal brenne, Viech. Ach so. Ja gut, in so einem Dosenöffner ist es auch nicht gerade mit seinen Zähnen da. Und noch mehr Levels. Sehr gut. Uiuiui. So. Oh, eine Quelle. Und ein Moogle. Toll. Das ist ja wunderbar. Und er versteckt sich. Oh, ist er schüchtern. Keine Monster in Sicht. Nur denn, ist ja super. Dum, 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 dum. Eine Quelle. Und ein Active Time Event, das automatisch getriggert wurde. Tu, was ich sage, nicht das, was ich tue. Okay. Bist du dir da ganz sicher? Ja, klar. Wir werden hier bald raus sein. Hier, nimm mal eine Karte
Und zwar werden sie nach Lindblum fahren. Spannend. Okay, tschüss. Naja, hau rein. Ich zähle auf dich und so. Mhm. Was auch immer Blank da jetzt macht. Ich glaube, der begegnet uns noch. So, wir können jetzt hier das aktivieren und... macht unser Leben und unsere Magiepunkte wieder voll. Das heißt, wir können gucken hier. Zack, wir haben wieder über 100. Vorhin hatten wir nur noch 60 bei einigen. Sehr schön. Und wir haben Mugel. Hallo, kann ich dir helfen? Monty! Ja, wir können ihm einen Brief geben. Denn der im Glockenturm in Alexandria hat uns einen Brief mitgegeben für Monty. Und hier steht sogar unten, you have a letter from Kupo to Monty. Dem geben wir natürlich einen Brief. Ein Brief von Kupo? Dankeschön! Dann lesen wir ihn doch auch gleich mal. Wir Briefgeheimnis. Nein. Queen Brane hat irgendwas vor. Aber ich glaube, Prinzessin Garnet noch viel mehr. Kupo. Ja. Sie wird wahrscheinlich sehr bald ihre Heimat verlassen. Mit einem Prinz auf einem weißen Pferd. Oder ist es nur meine Vorstellung? Oder er nimmt zu viele Pilze. Und um mich mal auf Hannibal zu beziehen, wahrscheinlich redet er dann auch mit Günther. Tatsächlich gar nicht so schlecht. Nur, dass wir kein Prinz sind und kein weißes Pferd haben. Was? Oh, ja. Allgemeine Verwirrung. Ein Tent brauchen wir nicht benutzen. Das haben wir quasi gerade eben durch den Spring getan. Und speichern werde ich später. Wir gehen aber trotzdem noch auf Mognet. Er hätte uns ja noch einen Brief geben können. Brauchen wir aber nicht. Oha! Und jetzt kriegt er noch einen Brief von Stiltskin. Dann gucken wir uns den auch nochmal an. Weil das ist der in dem lustigen Kostüm, der uns verlassen hat. In der Folge mit dem Glockenturm. Stiltskin ist an einem sehr kalten Platz. Da kommen wir auch noch hin, ja. Sehr seltsam. Was? Und letztes Mal war es gar nicht so kalt. Naja, aber das ist halt einfach so, wenn man so irgendwie durch die Gegend reist. Man begegnet unerwarteten Dingen. Ja. Und er wird lieber wieder abhauen. Oh, ich weiß, wo es ist. Okay, ja, sag uns das auch mal, aber naja. Ja, nochmal Mognet? Nee, ne? Ja, er will weitere Briefe. Ist okay, du hast schon einen Brief bekommen. Muss jetzt reichen. So, wir sind weiter unterwegs. Mal gucken, wo wir hinkommen. Videosequenz. Wird's dramatisch. Schöne Spiegelung. Ach. Für Jahr 2000 ist echt hübsch. Was ist das? Was ist das für ein Viech? Dumm-di-dumm-di-dumm. Ups. Da, jetzt geht erstmal beide da wieder was auf die Nase. Auch wieder eine Blume. Ich pflück dich jetzt. Hast du nicht anders verdient. Aber die Blume hat sehr viel initiale Attacke scheinbar. Und Pollen ist ein AE und macht blind. Das ist ja blöd. Vivi kann mal... Wir haben ein Zelt geklaut. Das ist sehr gut. Sword Art können wir noch gar nicht. Okay, dann greifen wir einfach nur an. Bam. Weil so viel hält die auch nicht aus. Dann greifst du auch einfach nur an. Bin ja gespannt, wenn wir das erste Mal... Okay, geht noch. Wenn wir das erste Mal es hinkriegen, dass einer stirbt und ich euch das zeigen kann, wie man es wiederbelebt. Aber man sieht schon, Attacken, die treffen gar nicht, weil sie halt jetzt gerade Darkness haben. Das heißt, wir müssen sie mal ein bisschen Augentropfen versorgen. So. Na, und ich glaube, Vivi kann einfach Feuer machen. Ist dann auch egal. Damit hat sich das dann auch wieder gegessen. Er hat ja jetzt wieder Magiepunkte durch die Quelle von vorhin. Kümmel, Kümmel, weg. Ja. Juhu. Ich muss mal gucken, dass ich echt keine SMS gekriegt habe gerade. Das wäre blöd. So, schauen wir nochmal. Dinge. Mhm. Ja, Potion. Sehr schön. Und natürlich machen wir dem Steiner auch nochmal wieder kurz die Augen auf. Wäre sonst blöd. Zack, zack. So, weiter geht's. Die Prinzessin! Da ist sie ja!
Das ist also der kontrollierende Master. Prinzessin! Bleib in Sicherheit! Alexandria würde entehrt, if ein... unsere Leute sollen zurückbleiben. Alexandria würde entehrt, wenn ein harmloser Dieb oder ein nichtsnutziger Dieb die Prinzessin retten würde. Glaubst du, kommst du allein klar? Wohl nicht. Los. Jetzt machen wir den fertig. Das ist ein komplizierteres Ding, glaube ich. Ich glaube, der hat Phasen. Schauen wir doch mal. Es hat auch ein paar Zähne. Es hat 5 Zähne. Spannend. Natürlich klauen wir erstmal alles, was wir kriegen können und versuchen uns so lange am Leben zu halten. Warte, wir können jetzt mit der Menütaste auch durch die Leute switchen. Wenn wir mehrere Leute ready haben. Das ist sehr praktisch und wir heilen uns erstmal. Ne, wir heilen nicht das Viech, sondern wir heilen sie dann. Weil ich will die immer ein bisschen hochhalten, was den Level angeht. So. Und weiter klauen. Steiner kann genug Schaden machen und Vivi auch. Und Zidane ist der Einzige, der klauen kann. Deswegen. Und gute Items kann man halt einfach abziehen. Blitz. Eieieiei. Na, dann mach du mal Feuer mit Schwert. Und du klaust nochmal. So. Vivi geht's auch wieder gut. Oder? Bam, 250. Zidane könnte auch im Prinzip wieder eine Ekstase kriegen, wenn wir lang genug gehauen werden, weil sein Balken relativ weit voll ist. Aber ich hoffe, dass es nicht dazu kommt. Und Steiner braucht jetzt sowas von der Potion. Und er hier auch. Weil abkratzen ist immer echt blöd. Weil wenn dann genug Leute gleichzeitig abkratzen, dann sind wir Game Over und ich habe ja eben nicht gespeichert. Das war vielleicht ein bisschen ungeschickt, aber ich dachte mir, ach was, speichern, ist auch für Luschen. Das mache ich dann, wenn ich die Aufnahmesession beende. Ja. Nein, so viel Schaden kann er gar nicht machen. Wir heilen uns trotzdem. Aus Angst. Los. Brenn die Bude nieder. Oh, die haben Darkness. Es kann sein, dass er jetzt nicht trifft. Doch nicht. Okay, er trifft. Schwein gehabt. Ah, Blank ist da. Sehr cool. Okay. Blank will, dass wir... Oh Gott, er macht mit. Ist ja geil. Er kann erstmal mit einer Phoenix down, den sie dann wieder beleben. Das ist sehr gut. Der hier kann sich eine Potion nehmen. Ach Gott, hat er wenig. Und er kann mit Schwertmagie das da umhauen. Meine Güte. Zidane muss sich auch erstmal selber heilen. Also wenn man einfach nur die Potion auswählt und wieder gleich bestätigt, dann heilt man sich immer selber. Und ansonsten kann man halt noch mit den Pfeiltasten wählen, wen man heilt. Und man kann tatsächlich alle auf dem Feld heilen. Das heißt, auch Gegner. Was interessant ist, wenn man Zombies auf dem Feld hat. Weil hier ein klassisches Elementesystem ist, dass man halt eben... Untote kriegen halt Schaden, wenn man sie heilt. So. Hoffentlich. Ah, Schwein gehabt. Weil. Ja, fängt schon die ersten Leute an zu sterben. Blöd ist, wenn einer tot ist, er kriegt keine Erfahrungspunkte. Sieht man hier. Ein bisschen ärgerlich. Dafür haben wir hier auch keine Erfahrungspunkte, aber 5 AP. Das heißt, unser Vivi konnte Feuer lernen. Sehr cool. Und wir kriegen Phoenix Down zurück. Immerhin etwas. So, mal gucken. Prinzessin! Reiß dich zusammen! Ey, Zidane, tu mal das Zeug da rein bei ihr, ne? Gluck, 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 gluck. Prinzessin, du musst alles trinken. Ja. Wird sie okay sein? Oh Mann, was nu, ey? Och, nö. So viel Viecher. Vor allem, ich frage mich gerade, warum sie dann in dieser Zwischensequenz herumlaufen kann, wenn er noch gerade eben K.O. war. Ja, okay, wir hauen jetzt ab. Und Blank opfert sich für uns. Oder? Noch nicht? Nee. Okay, Blank opfert sich nicht. Sehr gut. Pass auf. Und
Zack, erstmal muss ich Leute heile machen. Sonst kommen wir gleich gar nicht klar. So, Phoenix down. Zack. Wir haben noch keinen, der heilen als Zauber kann, denn sonst ist es manchmal günstiger, heilen als Zauber zu benutzen, um die Leute zu heilen. Also jetzt hier, außerhalb des Kampfes. Wenn man weiß, dass man relativ gut an magische Energie kommt, also an MP, Magic Points, dann braucht man keine Potion dafür zu verschwenden. Aber das weiß ich jetzt nicht. Und man sieht auch schon hier, eine Potion heilt im Kampf 150, außerhalb des Kampfes nur 100. Das heißt, ja, es ist halt teurer, die außerhalb des Kampfes zu verwenden. Achso, wir müssen auch noch unsere ganzen Augentropfen hier reinkippen. So, jetzt könnt ihr auch wieder was sehen. Und ab geht's. Hui. Schnell wegrennen, bevor diese Viecher uns erwischen, denn dann kriegen wir auf jeden Fall einen Kampf. Ich habe mal eine Weile, weil da, es kommen immer mehr von den Viechern, immer mehr, auch nach diesem Kampf jetzt hier, hatte ich mal überlegt, ob man einfach stehen bleiben kann und ganz hoch leveln kann, aber bringt tut das nichts wirklich. Also die bringen halt zu wenig Erfahrungspunkte. Die steigen hier halt auch so exponentiell an. Erstmal klauen. Einfach normal attacken, normal attackieren. Oh, ich hätte auch klauen können. Feuer. Zack, eine Potion. Na gut, dann haben wir immerhin keine Magiepunkte mit Vivi verbraucht, was auch sehr gut ist. Yay, Level up. Und wir haben mittlerweile wieder Gold, das ist ja krass. Weiter. Flüchten! Flieht, ihr Narren! Dummdi-dummdi-dumm, wir laufen durch den Wald. Hä? Was machst denn du? Irgendwas ist komisch. Was? Irgendwas ist ganz komisch. Der ganze Wald kommt hinter uns her. Blank, pass mal auf. Was? Was macht der Idiot? Ja, tatsächlich. Der Wald kommt hinter uns her. Interessanter Unterschied in der Musik, ne? Das hier ist die wirklich aufgenommene Musik. Und das andere war die Synthesizer-Musik. Ist versteinert. Dramatik. Rennt! Schneller! Oh nein! Lenk haben sie! Nein! Hier! Nimm das! Gänsehaut. Ja, wie so ein Footballspieler. Und kriegt einen Catch, jawohl, ab zur so und so viel Meterlinie. Ich hab keine Ahnung von Football, aber es sah so aus. Ja, rennen, dass die Bronchien rennen. Bam. Ja, da weiß ich ja schon, welches Thumbnail diese Folge kriegt. Puh, Blank hat's nicht gemacht. Vielleicht können wir ihn ja noch irgendwann wieder retten. Weiß ich noch nicht. Aber hier ist erstmal versteinert. Wo ist er denn? Armer Typ. Oh je. Tja. Hart. Nein. Mann, der Idiot. Blank. Naja. So. Und jetzt... Na okay, einen Dialog haben wir hier noch. Hoffentlich wird sie wieder bald okay. Das ist alles sein Fehler. Übrigens sehen wir hier schon mal ein Zelt. Auch mit so einer tollen kleinen Spirale dran und so einem kleinen Mugelbommel. Das ist so liebevoll gemacht. Toll, toll. Ja, Steiner ist wieder ein Idiot. Sagst du nichts, du Abschaum. Gar nicht. Oh. Prinzessin. Steiner. Wie habe ich denn überlebt? Du hast mich hierher gebracht? Ja, es ist natürlich meine, ne, so, ich habe ja geschworen, dich hier zu jeden Kosten hier zu beschützen, ne? Ey, warte, worüber redest du, Spinner, ey? Vivis Magie und mein Dolch, der dich hier gerettet haben, ne? Oh, dankeschön. Dieser, That Monkey. Alter, nur weil der so einen lustigen Schwanz da hinten dran hat. Du bist ja gemein, oberflächlicher Rassist.
Ja. Genau, du bist schuld und nichts davon wäre passiert, wenn du nicht gewesen wärst und überhaupt und bla und Zeug. Steiner, halt's Maul, wollte sie sagen. Sie hat das Schloss selber verlassen, jetzt kriegt er das auch mit so. Was für ein Zufall. Ja, darüber hatten wir ja schon kurz gequatscht. Steiner glaubt's nicht. Mm-mm. Naja, wirklich. Also, Rossklumpen, wie sieht's aus, ne? Sind wir jetzt Freunde? Komm, Campingtrip müssen wir doch irgendwie ein bisschen genießen hier. Camping? Du, Cretin oder so ähnlich. Mhm. Oh ja, der Mist. Der Nebel. Mhm. Irgendwas mit dem Nebel. Und zwar, der Nebel sorgt wohl dafür, laut Steiner, dass da böse Monster generiert werden oder, also da rauskriechen. Mhm. Wir müssen abhauen. Bist du bescheuert? Die ist noch nicht mal wieder fit zum Reisen. Naja. Weißt du, wie man... Hast du einen Plan, wie man hier rauskommt? Nee. Vor allem sind wir in einem Tal mit ganz vielen Klippen umgeben. Und es gibt wohl ein Gate. Das Nord- und Südgate von sozusagen diesem Talkessel wurden versiegelt. Steiner hat auch keinen Plan. War ja klar. Mhm. So ein Idiot. Wir müssen erstmal hier übernachten. Genau. Ach so, ja, genau, weil er uns niemals folgen wird, ne? Ja klar, er will halt Steiner muss Prinzessin Garnet beschützen. Ja gut, aber wenn sie bei sie dann bleibt, dann muss er da bleiben. Hilft ja wohl nix, ne? Ja. Bis es ihr wieder gut geht, wird er mit uns zusammenarbeiten. Und dann gehen die beiden pennen. So, und... Na, komm, Vivi. Sagst du noch was, oder... Oh, alle gucken nach oben. Schön, Schlafmusik. Ach du meine Güte, ich wollte ja eigentlich den Part schon beenden. Dann gibt's heute Überlänge. Oha. Nachts am Wald. Die beiden Liebestäuben. Die beiden, Liebestauben? Nee, wie sagt man da? Egal. Wie fühlst du dich? Ja, ganz gut. Die Medizin, ne, und so. Was? Ja. Ach, alles versteinert, nachdem wir diese dicke Pflanze umgehauen haben. Ah, genau. Garnet fühlt sich ein bisschen schuldig, weil Blank dafür gesorgt hat, dass sie jetzt doch entkommen konnten. Eigentlich müssen wir ihm helfen, aber wir können nichts tun gerade. Es geht einfach nicht. Aber ich kann auch nicht. Schnüff. Ja, komm, wir machen das irgendwann. Wir kommen immer wieder und machen ihn heile. Und außerdem hat er uns ja noch eine Karte übergeben. Das wäre alles umsonst gewesen, wenn wir die Karte jetzt nicht nutzen würden und jetzt nicht zu der Höhle im Süden gehen würden. Übrigens, kleine Anmerkung von mir. Das ist da ziemlich kalt und da gehen komische Dinge vor sich. Erinnert ihr euch an Stilskins Brief von vorhin? Mhm. Genau, vielleicht können wir durch den Nebel zu der Höhle hin. Hey, geht's dir echt gut, Mann? Ja, alles wird super, ja, der Optimismus pur. Okay, das wird eine echt lange Aufnahme. Monty kommt, der hat auch überlebt, super. Hey, warte mal, Kupo. Ich bin voll beeindruckt. Das erste Mal, dass jemand aus dem Evil Forest rausgekommen ist. Ihr müsst alle voll stark sein. aber werdet nicht übermütig, ne? Da gibt's ganz viel stärkere Monster auf eurem Weg. Der Mockster ist der Lehrer und der wird uns ein paar Dinge beibringen. Und der wird zwangsweise getriggert, dieser Event. Verdammt. Kann immer noch... Obwohl? Nein, jetzt ist... Jetzt ist Pause. Sehr gut. Dann mache ich hier diesen Part zu Ende. Und im nächsten Mal lernen wir etwas über Dinge. Weil hier steht noch nicht drauf, was wir lernen werden. Und ich habe es auch vergessen. Also dann, bis zum nächsten Mal.